Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal den Laser Packer LP2 an. Das ist ein kleiner, kompakter Laser, der aber hauptsächlich jetzt zum Gravieren gedacht ist. Was man damit jetzt alles machen kann, wie gut das Ganze jetzt funktioniert, das werden wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Ich habe diesen Laser kostenlos von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen und deshalb werde ich das Ganze auch hier wieder als Werbung deklarieren. Aber ihr könnt euch wie immer sicher sein, dass das meine ehrliche persönliche Meinung wird zu diesem Gerät. Also legen wir los. Und bevor jetzt wieder die ganzen erhobenen Zeigefinger anfangen, ja, so ein Laser ist gefährlich. Nicht umsonst sind hier diese ganzen Gefahrenaufkleber zu sehen und man sollte das auch ernst nehmen. Ich habe diesen Laser grundsätzlich immer nur benutzt, wenn ich alleine in dem Raum war und habe trotz diesem Sichtschutz immer noch die beiliegende Schutzbrille benutzt. Also bitte vor dem Kauf euch über sowas informieren und dann könnt ihr anhand solchen Videos ja selber entscheiden, ob das etwas für euch ist oder nicht. Aber jetzt legen wir nun endlich mal los. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Auspacken an. Hier war als erstes so ein kleiner Informationszettel. Dann hatte ich hier diese Rotationswalze dabei. Und dann den Laser Packer 2. Das war also jetzt erstmal der gesamte Lieferumfang, den ich bekommen habe. Schauen wir uns nun mal den Lieferumfang der einzelnen Kartons an. Hier zuerst der Laser Packer 2. Den habe ich hier leider verkehrt rum herausgezogen. Da schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hier eine Gebrauchsanweisung komplett in Deutsch. Sehr löblich. Machen wir mal weiter. Dann haben wir als erstes hier unsere beiliegende Schutzbrille. Auch hier schön verpackt. Sieht wirklich sehr modern aus. Sieht gut aus, auch seitlich gut abgeschlossen, gefällt mir gut. Ist leider nur schlecht für Brillenträger, also über die normale Brille drüber ist kompliziert mit dieser hier. Dann haben wir als nächstes hier USB-Anschlusskabel. Einmal haben wir hier ein kurzes Kabel, direkt von USB-A auf USB-C. Dann haben wir hier noch ein etwas längeres Kabel, um unseren Laser dann direkt mit dem PC zu verbinden. Dann haben wir als nächstes hier unsere Schutzhaube, die an dem Laser direkt montiert wird. Hier direkt mit so einem Absaugventilator. Stromversorgung hier auch über USB-A-Stecker. Dann haben wir hier so ein paar kleine Demomaterialien dabei. Eine kleine Holzplatte und so ein kleines Stückchen Metall. Dann kommen wir hier zu dem Herzstück, der eigentliche Laser. Und der macht einen absolut wertigen Eindruck. Schwer, Vollmetall. Sehr sauber verarbeitet, keine scharfen Kanten, gar nichts. Also wirklich ein solides Gerät. Hier war so ein bisschen Schmutz dran an dem Gummi. Das habe ich versucht, da mal so wegzumachen. Und auch hier die Gefahrenaufkleber. Aber so von der Haptik her absolut solides Gerät. Machen wir mal weiter. Auch hier der Standbus jetzt wirklich sehr solide verarbeitet. Schwer, Vollmetall. Hier ist kein Plastik dran oder sowas. Und dann kommen wir als nächstes hier zu unserem Netzteil. Auch hier nochmal die technischen Daten von dem gesamten Netzteil. Und das Kabel hier an dem Netzteil ist eigentlich relativ kurz. Das hat ungefähr nur 1 Meter Länge hier mit diesem Hohlstecker. Und dann als nächstes unser Stromversorgungskabel. Hier ganz normaler Kaltgerätestandard mit dem trapezförmigen Anschluss. Leider auch nur 1 Meter lang. Dann kommen wir als nächstes zu unserem Zubehör. Da war einmal so ein kleines Holzlineal dabei, um den Abstand zu messen zu unserer Gravurfläche. Dann der eigentliche Standfuß, auch hier wieder Vollmetall, sauber verarbeitet. Also sieht wirklich alles erstklassig hochwertig aus, das muss ich leider zugeben. Dann haben wir hier noch so ein kleines Päckchen. Dann haben wir hier noch ein wenig Montagematerial, um das Ganze zusammenzubauen. Das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Schauen wir uns aber erstmal an, was in dieser elektronischen Rollvorrichtung vorhanden ist. Die soll nämlich tatsächlich einsetzbar sein. Als erstes habe ich hier so ein paar O-Ringe, verschiedensten Durchmesser. Und dann haben wir als nächstes hier noch ein kleines USB-A auf USB-C-Kabel. Auch einfach jetzt nur, um das hinterher an unseren Laser anzuschließen. Dann hier nochmal eine Haltevorrichtung, um das Ganze wieder an unserem Laser zu montieren. Und dann auch hier die Rollvorrichtung. Und die macht auch wieder einen absolut soliden Eindruck. Vollmetall. Ach, hier haben wir jetzt noch so kleine Füße. Alles magnetisch gehalten. Auch hier sehr gut solide verarbeitet.
Also das wirkt alles wirklich sehr, sehr hochwertig von der Verarbeitung her. Und dann haben wir hier noch eine Anleitung. Die hatte ich gerade komplett übersehen. Und auch hier Gebrauchsanweisung. Komplett in Deutsch wieder alles, wie ich das anzuschließen habe. Hier QR-Code für die App. Also muss ich wirklich sagen, so vom Lieferumfang her, alles einwandfrei. Dann habe ich noch ein zusätzliches kleines Paket gekriegt. Und zwar war das hier dieser externe Akku. 5200 mAh, den ich dann halt unterwegs benutzen kann, wenn ich keinen Netzanschluss habe. Das fand ich jetzt wirklich sehr interessant. Also eine normale Powerbank geht nicht. Ich brauche also hier diesen Akku. Der scheint jetzt ein bisschen mehr Strom liefern zu können, wie der Laser braucht. Hier alles nochmal Informationen, allerdings nur in Englisch und Chinesisch. Dann habe ich hier mein Stromversorgungskabel, um meinen Akku halt mit dem Laser zu verbinden. Das sind zwei solche Hohlstecker, relativ kurz das Kabel. Na gut, muss ja nicht lang sein. Dann haben wir als nächstes hier unseren Akku. Und auch der macht wirklich wieder einen sehr soliden Eindruck. Einwandfrei verarbeitet, fühlt sich richtig gut an. Hier habe ich so eine Gummiunterlage, damit der wirklich gut steht. Schauen wir uns jetzt nochmal die Anschlüsse an. Aber hier erstmal den Knopf einmal drücken. Und ja, ca. 80% vorgeladen ist er schon. Jetzt gehen wir mal die Anschlüsse genauer nach. Ganz links habe ich einen normalen USB-A-Ausgang, 5 Volt, 2 Ampere. In der Mitte halt diese 12 Volt für meinen Laser und dann noch den USB-C-Anschluss, um das Ganze wieder aufzuladen. Also macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Und dann fangen wir nun mal mit dem Aufbau an. Wir haben hier unsere kleinen Schräubchen mit zum beiliegenden Inbusschlüssel. Eine Schraube ist Reserve. Zwei werden wir jetzt hier benötigen, um unsere Grundplatte festzuschrauben. Auch hier haben wir direkt eine Ausbuchtung dafür, die wirklich sehr passgenau ist. Dann einfach nur unsere kleinen Senkkopfschrauben montieren und schon ist unser Standfuß fertig. Dann als nächstes unsere Lasereinheit montieren. Da ist extra hier unten so ein Vierkant drin, den ich hier oben in diesen Vierkant von dem Standfuß reinsetze und dann mit so einer großen Rändelschraube das von Hand festziehe. Wir haben hier ein bisschen Spiel drin in dem Vierkant. Damit das jetzt parallel zur Grundplatte ist, habe ich den einfach hier so auf die Seite gelegt. Das ist da so ein bisschen hin und her gekippelt, dass das jetzt alles genau in der Flucht war. Und dann einfach die große Händelschraube von Hand festgezogen. Und schon war der Laserkopf wirklich parallel zur Grundplatte ausgerichtet, sodass es da keine Probleme gab. Jetzt als nächstes das Ganze mal verkabeln. Als erstes habe ich immer die Stromversorgung montiert, mit dem kleinen Hohlstecker direkt oben im Laserkopf. Dann braucht aber natürlich auch noch der Standfuß Strom, weil er ja einen Motor integriert hat. Auch hier kriegt er die Stromversorgung per USB-A auf USB-C. Und dann ist das Ganze auch schon einsatzbereit. Die Steuerung ist recht einfach, wenn man es weiß. Einmal kurz tippen bedeutet nur ein kurzes Stück fahren. Lang gedrückt halten, dann fährt er permanent, bis man wieder kurz antippt, um es zu stoppen. Als nächstes installieren wir hier unsere Schutzvorrichtung, die als Sichtschutz jetzt vor dem Laserlicht dient. Die wird hier unten in die Löcher so eingesteckt und dann nach hinten geschoben, dann rastet die so ein. Und dann wird das Ganze auch noch hier mit Strom versorgt. Ja, hier habe ich noch ein bisschen umgesteckt. Im Prinzip ist es egal, was jetzt wo drin steckt, ist nur eine reine Stromversorgung hier oben. Und dann ist er auch schon komplett fertig aufgebaut. Jetzt nochmal kurz tippen. Ich habe jetzt geguckt und ja, er bleibt automatisch unten kurz vor Ende stehen. Fangen wir nun mal mit dem ersten Test an. Dafür brauchen wir natürlich Software, um mit dem Laser jetzt irgendwas gravieren zu können. Das Gute bei diesem Laser ist, es ist alles inklusive. Ich muss mich hier also nicht um irgendwelche externen Lösungen bemühen, um zu gucken, wo kriege ich jetzt irgendein Programm her, damit ich jetzt hier anfangen kann, irgendwie zu arbeiten. Wie gesagt, es ist alles inklusive. Dazu gehen wir hier bei Laserpacker auf die Homepage und dort gibt es einen Bereich Support. Wie wir sehen, gibt es da einen Software-Download, da klicken wir mal drauf und dann sehen wir verschiedenste Arten der Software. Wir haben PC-Software für Windows und macOS
Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze mobil, also für Smartphones. Auch hier gibt es zwei verschiedene Versionen, einmal die LaserPecker App und einmal die LaserPecker Design Space App. Ah, da war ich anfangs auch ein bisschen verwirrt, aber dazu kommen wir später mal etwas genauer. Ich gehe jetzt also erstmal auf die PC-Version und lade mir die Windows-Version runter und dann werden wir das Ganze auch mal installieren. Ja, hier natürlich wieder Smart Screen, alles klar, ausführen. Und dann installieren wir das Ganze mal. Auch hier dann natürlich alle AGBs annehmen, Standardverzeichnis und dann installieren wir das alles mal. Ist abgeschlossen, jetzt werden wir es direkt mal ausführen, sagen wir fertigstellen. Das möchte natürlich wieder Zugriff haben. Ich sage einfach mal Zugriff zulassen für Updates und so weiter. Ja, als Sprache habe ich hier natürlich auch Deutschland. Fantastisch. Gehen wir jetzt zum nächsten Schritt. LaserPecker LP2. Richtig. Fertiggestellt. Hier die Übersetzung ist ein bisschen seltsam. Beta-Users. Ist das jetzt Beta? Dann sagen wir erstmal bestätigen. Was ist denn jetzt? Warum reagiert er nicht? Ja, ein bisschen träge. So, jetzt will er hier eine Treiberinstallation haben. Einmal jetzt für USB-Kabel. Der laufende Treiber fehlt. Bitte klicken Sie auf Installieren. Dann wird hier im Hintergrund ein Treiber runtergeladen. Und wenn er das dann fertig hat, dann sagt er hier erfolgreich. Und dann geht hier ein Fenster auf. Er hat also jetzt einen Treiber runtergeladen. Das werde ich jetzt einfach mal starten. Ja, Windows-Sicherheitsabfrage. Ich möchte es installieren. Hier gehe ich jetzt mal auf Install. Driver successful install. Gut, dann können wir das wieder schließen. Ich mache das mal kleiner. Ja, dann müsste das gewesen sein. Schauen wir uns das Programm nun mal ein bisschen genauer an. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, nach jedem Neustart will er immer noch die Bluetooth-Treiber installieren. Allerdings brauche ich das nicht. Also ich hoffe, dass das da irgendwann mal ein Update gibt, dass ich das nicht immer jedes Mal abwinken muss, dass ich es nicht haben möchte, da ich den Dongle ja nicht habe. Aber machen wir weiter. Ich gehe hier auf eine neue Datei erstellen. Und jetzt habe ich meinen Laser mit USB verbunden. Jetzt gehe ich hier mal auf Gerät anschließen. Er hat hier eine COM4-Schnittstelle gefunden. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und jetzt sehe ich auch meinen Vorschaubereich hier. Ich habe hier diese rote Umrandung. Das heißt, das ist jetzt mein Bereich, in dem ich gravieren kann, diese 10x10 cm. Ich kann jetzt nochmal schauen hier. Jetzt habe ich nur verschiedene Informationen hier, was das jetzt für ein Gerät ist, welche Firmware-Version ich drauf habe. Ist bei mir momentan die aktuellste Version. Modus-Einstellungen. Auch das lasse ich jetzt erstmal alles auf Standard. Ich mache das jetzt mal zu. Es ist wirklich sehr umfangreich und ich will das jetzt hier nur mal kurz anreißen, damit ihr so die Möglichkeiten seht, weil das wird sonst den Rahmen hier sprengen. Ich habe die Möglichkeit, hier von Hand irgendwas zu zeichnen. Escape breche ich das jetzt mal ab, ich sage aber mal rückgängig. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier wieder frei Hand irgendwas zu malen. Das breche ich jetzt hier mal mit Escape ab. Das mache ich jetzt hier wieder rückgängig. Dann habe ich hier ein Album. Das bedeutet, ich kann auf meine eigenen Bilder zugreifen. Ich lade mir jetzt einfach mal ein Bild runter. Dann habe ich die Möglichkeit, hier verschiedene Art und Weisen das zu rastern, um es zu lasern. Ich gehe einfach mal hier auf das erste, auf das zweite. Ja, das wäre auch noch. Und das wäre jetzt in Graustufen. Das auch mal hier, dann habe ich hier noch die Emboss-Möglichkeit und natürlich dann auch hier immer unten so einen kleinen Regler, um die verschiedensten Variationen hier einzustellen. Soviel zu dem Thema, auch das lösche ich jetzt erstmal wieder. Und dann habe ich als nächstes hier die Möglichkeit, Text einzugeben. Auch das ist recht intuitiv. Machen wir das jetzt ganz einfach mal. Dann habe ich auch hier die Möglichkeit, verschiedene Schriftarten auszuwählen. Verschiedene Stile. Ich kann das zum Beispiel jetzt hohl machen, wenn ich jetzt nur halt das ausschneiden möchte irgendwo heraus. Und dann habe ich als nächstes noch einen QR-Code. Auch hier einfach bei gedrückter Maustaste aufziehen. Und dann mache ich einen Doppelklick drauf. Dann habe ich hier die Parameter, die ich eingeben möchte. So, speichern. Schon hätte ich jetzt hier diesen QR-Code generiert.
Dasselbe kann ich natürlich auch mit dem Barcode machen. Auch den kann ich mit gedrückter Maustaste eben hier so aufzoomen. Auch hier dann wieder einen Doppelklick drauf und gebe meine Parameter ein. Also auch ziemlich selbsterklärend. Das werde ich jetzt auch mal wieder löschen. Dann habe ich als nächstes hier noch verschiedene vordefinierte Formen. Ich kann Linien machen, Rechteck, Vieleck. Auch hier kann ich das einfach mit gedrückter Maustaste aufzoomen. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, bleibt es proportional richtig. Das Ganze kann ich jetzt auch dann noch mit anderen Sachen machen. Gedrückte Maustaste, Shift-Taste und natürlich auch mit den anderen Sachen noch. Soviel zu diesem Thema. Ich kann die natürlich dann auch noch wieder behandeln. Ich kann die jetzt füllen zum Beispiel. Angenommen, ich möchte jetzt diesen Stern machen und möchte ihn danach ausschneiden. Dann kann ich hier einen Versatz generieren, wie wir sehen können. Ich gebe hier noch die Stärke an. Ich mache mal 1, Enter. Jetzt ist es ein bisschen näher ran. Ich könnte also jetzt mit gedrückter STRG-Taste kann ich jetzt ranzoomen. Und wie wir sehen können, wird er jetzt diesen Stern gravieren und danach halt hier ausschneiden, wenn ich das möchte. Das bestätige ich jetzt mal. Soviel zu dem Thema. Dann werde ich das erstmal hier wieder löschen. Dann gehe ich mal weiter. Dann habe ich hier nochmal Skizzen. Auch hier ist jetzt eine Vorlage. Dann habe ich jetzt nicht richtig geklickt. Skizzen. Ja. Da habe ich auch schon mal verschiedene Vorlagen. Dann wähle ich mir einfach jetzt irgendwas aus, schließe das wieder und nun kann ich mir das auch jetzt wieder lasern. Ich gehe jetzt wieder auf die Ausrichtung, sage, ich möchte das mittig ausrichten. Jetzt klicke ich das an, das sage ich, ich möchte auch noch einen Versatz haben, weil ich das danach ausschneiden möchte. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das im Inneren zu behalten. Ich zeige das mal kurz, ich hoffe, es reicht jetzt hier. Nee, bei diesem Modell geht das nicht. Doch, hier sieht man es jetzt. Jetzt würde er wirklich auch jetzt die Innenteile ausschneiden. Wenn ich das jetzt wegmache, dann nimmt er wirklich jetzt nur den Außenbereich, wo er jetzt diese Linie zieht. Ich mache das mal wieder ein bisschen größer. So, und jetzt könnte ich das wirklich auch wieder gravieren und danach ausschneiden. Das sind jetzt erstmal die grundlegenden Funktionen von dem Kreieren her. Aber wie gesagt, das ist eine ganze Menge. Also ich muss wirklich sagen, das Programm gefällt mir recht gut. Man kann sehr kreativ schon damit arbeiten. Dann geht man als nächstes hier auf die Ebenen. Die kann ich auch einzeln aus- und einblenden, wenn ich möchte. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört, ich kann diese nicht umbenennen. Er nimmt also immer hier diese vordefinierten Namen. Und wenn man jetzt eine größere Kreation hat, dann hat mich das schon mal ein bisschen gestört. Dann hätte ich das gerne nach meinen eigenen Vorstellungen umbenannt, um mich besser orientieren zu können. Das geht leider nicht. Ich hoffe, das kommt noch mit irgendwelchen Updates. In dem Lasergravurbereich, ich versuche mal, ob ich das jetzt hier größer kriege. Nein, leider nicht. Ich kann das also jetzt nicht größer ziehen hier, dieses Fenster. Hier habe ich einmal den Füllen-Parameter. Das heißt, er würde jetzt hier, gebe ich einfach mal ein, diese Flügel mit 2K gravieren und die Leistung 100, Tiefe 2 würde ich jetzt machen. Die Linie würde er jetzt schneiden, 100%. Und ich habe gerade bei meiner Pappe benutzt, wenn ich Pappe schneide jetzt hier, habe ich ungefähr 25 gehabt. So stelle ich jetzt also die Parameter ein. Er würde jetzt also wirklich erstmal diese Füllung gravieren und danach wird er halt jetzt hier diese Linie ausschneiden, hier diese Umrandung, die wir gerade kreiert haben. Das sind jetzt schon mal ganz grob die Möglichkeiten mit diesem Programm. Also wie schon erwähnt, sehr vielfältig und man kann schon sehr gut kreativ damit arbeiten. Aber vorher schauen wir uns auch nochmal die zweite Möglichkeit an. Wir können das Ganze ja auch mit unserem Smartphone steuern. Also auch hier wieder in den App Store rein. Ich bin jetzt hier auf dem Android-Smartphone. Dann halt hier Laserpicker-App suchen und hier hat man direkt schon ziemlich weit oben Laserpicker. Die habe ich auch schon installiert und die funktioniert auch soweit. Ist allerdings sehr rudimentär. Dann gibt es noch eine zweite App von Laserpicker. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück, scrollen weiter runter und hier sehen wir Laserpicker Design Space. Die wollte ich auch erst installieren, habe ich ein bisschen runtergescrollt. Aber wie wir sehen, über diese App in diesem Eintrag steht Hinweis, derzeit nur kompatibel mit Laserpicker 4. Ich habe ja hier nur den Laserpicker 2. Und aus diesem Grund habe ich diese App erstmal nicht installiert. Kleiner Spoiler vorab, funktioniert allerdings hervorragend. Wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen mein erster Test erstmal mit der Laserpicker App. Also die erstmal starten und dann gucken wir mal, was so geht. Dann habe ich zuallererst versucht, den Laser per Bluetooth von Hand zu verbinden. Wie wir sehen können, tauchen zwei Laserpicker-Symbole auf bei Bluetooth-Verbindungen. Einmal der mit dem Drucker-Symbol und einmal so ein normales Bluetooth-Symbol. Wir benutzen den hier mit dem Drucker-Symbol und geben dann die vordefinierte Zahl, in der Serie steht ja in der Regel 4 mal die 0 oder 1, 2, 3, 4,
In meinem Fall war es viermal die 0, die also eingegeben und das Ganze dann bestätigen. Und wenn wir das dann gemacht haben, haben wir eine Verbindung zu unserem Laserpacker. Dann wieder zurück zur Software, die habe ich dann wieder gestartet. Da ich aber jetzt immer noch keine Verbindung hatte, stand da oben Klicken für Verbindung. Das habe ich dann gemacht. Jetzt wollte er wieder GPS haben. Ich verstehe es nicht, warum eine Bluetooth-Verbindung GPS haben muss. Ja gut, dann habe ich das dann aktiviert. Dann wollte er auch noch wieder eine Standortfreigabe und so weiter und so fort. Also hier wieder alles zustimmen. Und dann hatte er es endlich geschafft, eine Verbindung aufzubauen. Wie wir oben sehen, Laserpacker 2 mit der Nummer ist verbunden. Fangen wir nun mal mit dem ersten Test an. Das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass der Lüfter hier von der Abdeckhaube permanent läuft. Sobald der Laser Strom hat, läuft das Ding. Ich habe es aber erstmal für meinen ersten Test so ein bisschen Altpapier benutzt. Also hier so eine alte Cornflakes-Schachtel, um das Ganze mal zu testen. Also so ein bisschen recyceltes Papier. Ich habe dann erstmal versucht, die Höhe einzustellen. Und, wie wir sehen können, drückt er ordentlich auf den Untergrund drauf. Also war doch jetzt nichts mit der automatischen Höheneinstellung, wie anfangs vermutet. Man muss das also wirklich alles von Hand einstellen. Dann habe ich das Ganze mal jetzt so ein bisschen ausgerichtet und dann die neue App gestartet. Ich benutze jetzt hier die neue App. Ich mache mal kurz hier auf App-Info. Und zwar ist das Laserpacker Design Space. Die funktioniert nämlich doch mit dem Laserpacker 2 und nicht so nur wie angegeben mit dem 4er. Da habe ich nämlich erhebliche Möglichkeiten, wie wir gleich sehen können. Und wenn man den Laser einmal eingerichtet hatte, wie man hier sehen kann, verbindet er sich automatisch, sobald die App gestartet wird. Und ganz wichtig, das habe ich auch erst mit dem Support abklären müssen, wir müssen noch zwei Parameter aktivieren jetzt in dieser App. Wir gehen also hier bei den Einstellungen unten auf experimentell und dann müssen diese beiden Haken hier gesetzt werden, sodass das auch funktioniert. Denn erst ab dann habe ich hier bei den Gravurebenen die Möglichkeit, in diesem grauen Feld, wenn ich das antippe, hier meine Gravurparameter einzustellen. Das war vorher nämlich nicht sichtbar. Und dann gehe ich jetzt mal auf den Menüpunkt Schaffung. Ja, auch ein bisschen unglücklich übersetzt, aber ich möchte ja etwas Schaffen kreieren. Und dann haben wir hier diesen Bildschirm. Und da gehe ich jetzt einfach mal in die Bibliothek hier rein. Das ist alles online. Ich muss also mit dem Internet verbunden sein. Und dann dachte ich mir, ich nehme mal hier diesen kleinen Weihnachtsmann. Den habe ich jetzt einfach mal ausgewählt. Ja gut, der war jetzt ein bisschen groß für den ersten Test. Ich habe das jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht. Ich wollte den jetzt so ungefähr auf 20 mm haben. Also mit den zwei Fingern kann ich mal rein und raus zoomen auf der Arbeitsoberfläche und mit einem Finger halt die ganzen Bedienfelder bedienen. Ja, wie wir hier sehen können, habe ich den jetzt ein bisschen kleiner gemacht. Ja, jetzt habe ich den ausgewählt. Jetzt gehe ich hier unten auf die Menüleiste und sage ihm, er soll das jetzt einfach mal zentrieren. Hier haben wir das. Habe ich das genau in die Mitte zentriert? Ja, wie schon erwähnt, teilweise ein bisschen unglücklich übersetzt. Aber nun gut, man findet sich zurecht. Dann habe ich als nächstes hier meine Ebenen. Die klicke ich jetzt mal an. Und diese Ebene möchte ich jetzt die Parameter einstellen. Da gehe ich hier auf Gravurebenen. Und wie man hier sehen kann, ja, das ist alles ein bisschen eng auf dem Smartphone. Aber es lässt sich bedienen. Ich möchte jetzt erstmal 1K-Auflösung haben. Ich gehe direkt hier auf umweltfreundliches Papier, so als definierte Vorgabe, und dachte ich mir, gut, mit diesem Parameter müsste das jetzt erstmal funktionieren. Also alles so gelassen. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich möchte natürlich jetzt wissen, wie groß das Ganze ist und gehe auf die Vorschau. Und jetzt sehe ich halt hier, wie wir sehen können, bei dem Laser den kleinen Vorschaubereich, in dem das Bild graviert werden soll. Und ich kann das auch alles hier, wie wir sehen können, in Echtzeit verschieben. In dem Moment, wo ich das dann wieder loslasse, platziert er genau die Umrandung da, wo er jetzt hingravieren würde. Ich kann hier also sehr einfach mein Objekt positionieren. Ich kann mir hier auch noch den Mittelpunkt anzeigen lassen. Und wenn ich jetzt weiß, das ist mein Mittelpunkt oder wieder die Umrandung. Ich kann hier außerdem auch noch die Höhe nachträglich einstellen. Wie wir sehen können, geht der Laser dann hoch und runter. Und ich kann das Ganze natürlich auch wieder beenden. Jetzt gehe ich nochmal auf das Objekt und sage, ich möchte es doch nochmal direkt zentrieren. Und dann gehe ich gleichzeitig nochmal in den Vorschaubereich. Ja, da soll das hin. Und dann dachte ich mir, jetzt einfach mal gravieren lassen. Also gehe ich dann hier unten auf nächsten Schritt. Dann wird die Datei auch schon übertragen. Und dann kann ich hier nochmal meine Lasergravur starten. Noch so ein paar Warnhinweise und Informationen. Aber wir sagen jetzt einfach mal Lasergravur starten. Und dann fängt er auch schon an.
Ich lasse das Ganze jetzt mal in Echtzeit laufen, damit man jetzt sehen kann, wie schnell der ist. Hier nochmal die Parameter, schön übersichtlich hier, 100% Stärke, 3% Tiefe ist das, glaube ich, dann nochmal Zeiten, 1K, das ist jetzt halt die Auflösung und ist auch schon fertig. Ja, das gucken wir uns gleich mal genauer an, aber ich wollte jetzt auch nochmal die anderen, Modi ausprobieren. Der hat ja verschiedene Detailgenauigkeiten, ich gehe also wieder hier auf die Ebenen. Und jetzt sage ich ganz einfach mal, ich möchte 1,3K haben. Und wie wir sehen können, werden automatisch die Parameter angepasst. Ich habe also jetzt 90% Stärke und 2% Tiefe war das, glaube ich, jetzt. Und wie wir sehen können, switcht er tatsächlich um. Also ich lasse jetzt das einfach mal so. Ich übernehme diese Parameter und möchte das Ganze jetzt nochmal 1,3K gravieren. Und das Gute, wie wir jetzt sehen können, ich brauche nicht meine Unterlage verschieben, sondern ich verschiebe einfach jetzt das Bild. Ich gehe noch ein bisschen weiter nach rechts und sage mir, okay, ja, noch ein bisschen nach links oder... Ach, lass uns einfach mal. Ich werde es jetzt einfach mal dahin gravieren. Also auch wieder auf den nächsten Schritt. Dann wird die Datei wieder übertragen. Und dann warten wir jetzt einen Moment. Jetzt kann ich auch wieder sagen, Lasergravur starten und da fängt er wieder an. Ja, jetzt fängt er schon an, ein bisschen langsamer zu gravieren, weil er jetzt halt die Auflösung erhöht hat. Und wie schön zu sehen, unten wieder die gesamten Parameter, die ich jetzt nochmal kontrollieren kann, mit denen er es jetzt graviert. Und auf die Auflösung haben wir jetzt rechts auf 1,3K stehen. Aber auch hier ist er jetzt schon fertig. Gut, jetzt wollte ich aber doch nochmal jetzt die höchste Auflösung testen. Auch hier wieder jetzt erstmal die Parameter einstellen. Ich gehe jetzt auf 2K. Ja, es geht da auch runter wieder auf 1%. Und jetzt gehe ich wieder auf die Vorschau, damit ich mein Objekt schön positionieren kann. Gehe ich noch weiter nach rechts, ne, noch ein Stückchen. Ja, so können wir es jetzt erstmal lassen. Jetzt sage ich wieder nächster Schritt. Jetzt wird die Datei wieder übertragen. Und dann legt er auch schon los. Ja, Lasergravur starten, legt er auch schon los. Ja, und hier merkt man jetzt wirklich, dass er doch schon einiges länger braucht. Ich mache jetzt mal hier einen kurzen Schnitt. Und dann ist er auch schon fertig jetzt mit der höchsten Auflösung. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Fangen wir zuerst mal mit der 1K-Auflösung an. Ja, hier sieht man doch deutliche Raster an den Schrägen. Aber trotz alledem gut zu erkennen. Bei 1,3K ist das schon ein bisschen besser. Da sieht man nur ganz leichte Ausfransungen. Aber hier bei 2K sehen wirklich die ganzen Rundungen sehr glatt aus. Ja, er hat da zwar alles automatisch angepasst, aber wir haben doch noch leichte Helligkeitsunterschiede in der Gravurstärke. Man hätte den linken 2K doch noch ein bisschen mehr gravieren können. Aber das sah schon mal ganz gut aus. Dann wollte ich jetzt wirklich mal wissen, wie kreativ kann ich mit der App arbeiten. Ich wollte jetzt so ein kleines Schildchen machen für eine Geschenkverpackung. Also hier in die Vorlagen reingegangen, erstmal so Merry Christmas, Bildchen runtergeladen, das mal eben hier auf Vollfüllung geschaltet. Und dann mal kurz auf die Ebenen hier unten gegangen. Dann kann ich nochmal kurz die Gravurparameter überprüfen. Ja, das stimmte soweit alles. Jetzt brauchte ich halt noch einen individuellen Namen. Auch das habe ich eben mit dem Texttool gemacht. Das ist das Gute. Ich kann mehrere Objekte miteinander kombinieren. Also Bilder, Text. Und hier auch eben noch für den Text mal die Schriftart geändert. Auch das klappte sofort auf Anhieb, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, aber wie wir sehen, ist das manchmal ein bisschen tricky auf so einem kleinen Smartphone, aber man kann damit wirklich gut arbeiten. Jetzt braucht ihr natürlich noch eine Umrandung, um das Ganze auszuschneiden. Auch hier habe ich ein Formentool unten, das kann ich anwählen. Dann kann ich das jetzt hier noch unproportional skalieren. Auch hier jetzt mal kurz alles versucht auszurichten, alles jetzt hier in dieses Rechteck rein manövriert. Mit dem Ausrichten, das geht auch relativ einfach. Und wie wir sehen können, wenn ich etwas auswähle, habe ich unten die Möglichkeit, das nochmal auszuwählen, was ich haben möchte. Wenn er nicht genau weiß, was willst du denn jetzt anklicken, das Rechteck oder den Namen. Und das lässt sich dann unten immer sehr komfortabel auswählen. Dann, wenn ich das alles soweit fertig arrangiert habe, dann einfach nochmal alles komplett markieren. Das zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Nochmal kurz alles jetzt in der Höhe verschieben. Dann alle Elemente markieren, auf das Ausrichten-Tool gehen, vertikal zentrieren. Und jetzt habe ich alles wirklich mittig zu meiner Umrandung ausgerichtet. Nochmal kurz die Gravurparameter überprüfen. Ja, Bild 101% stimmt. Auch der Name mit 101%. Nur das Ausschneiden habe ich jetzt mit 25% Tiefe, weil er soll das ja ausschneiden und nicht nur gravieren.
Das war jetzt also meine Kreation und wie gut das aussieht, das wollen wir jetzt mal in der Praxis testen. Nachdem ich dann meine Unterlage neu ausgerichtet hatte, habe ich die Vorschau gestartet, wie wir sehen können, ja, das passte, genug Platz war da. Also einfach mal zum nächsten Schritt gegangen, jetzt hatte ich die Datei übertragen und dann kann ich auch direkt die Lasergravur starten. Und während er das jetzt macht, kann ich euch schon mal so ein bisschen aufklären. Also, die Werbeversprechen sind hier ein bisschen übertrieben. Man sieht die ganzen Leute, wie sie da zu Hause sitzen und dann wirklich Bleistifte gravieren und so weiter und so fort. Nein, das ist nichts für die Wohnung. Spätestens jetzt war es dermaßen am Stinken, das roch wirklich so, als wenn ich mir jetzt einen Holzkohlegrill in eine Wohnung angemacht hätte. Das kann man nicht machen. Also wirklich, danach muss ich erstmal richtig lüften. Das bei dem Gravieren geht es noch. Spätestens jetzt gleich, wenn er anfängt auszuschneiden, ist das in der Wohnung nicht mehr vertretbar. Also das ist wirklich das, was man wissen muss. Das habe ich anfangs auch unterschätzt. Und jetzt ist er auch schon mit der ersten Gravur fast fertig. Und da habe ich am Anfang auch so ein bisschen, war ich so ein bisschen verblüfft. Wie wir sehen können, bleibt jetzt einfach stehen. Ja, er macht aber jetzt weiter, indem er die nächste Datei runter oder überträgt. Das heißt, er segmentiert das also. Ich habe also drei verschiedene Bilder, also macht er drei verschiedene Gravuren hintereinander weg. Das hat mich anfangs so ein bisschen verblüfft, aber es funktioniert. Jetzt hat er halt den Namen soweit fertig graviert. Und wenn er das jetzt fertig hat, fängt er auch jetzt wirklich an, das dritte Objekt, das halt diesen Schneidenparameter zu übermitteln. Und fängt auch wirklich jetzt an mit dem Schneiden. Und hier ist die Geruchsbelästigung, wie ich gerade schon gesagt habe, extrem. Also spätestens jetzt nach diesem kleinen Schildchen hier konnte ich meine gesamte Wohnung durchlüften, denn das stank wirklich erheblich. Also hier sei nochmal gesagt, das ist eigentlich nichts für die Wohnung oder ich habe eine vernünftige Absaugung. Aber jetzt ist er fertig mit dem Ganzen und nun schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ausgeschnitten hat das ja sehr schön. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir nah rangehen? Ja, das sieht doch jetzt wirklich gut aus. Man hätte es jetzt noch ein bisschen stärker gravieren können, aber was mir auffällt, ja, die Ränder sind wirklich stark verrußt. Also da muss man aufpassen, dass man sein gelasertes Objekt nicht direkt wieder verschmiert. Ja, hier sieht man nochmal, einfache Cordflex-Schachtel. Also das nenne ich mal Upcycling. Richtig schönes Schildchen für eine Geschenkverpackung. Das nächste Schild habe ich damit 2% Tiefe graviert und wie man hier sehen kann, schon deutlich besser zu erkennen. Und überhaupt so von der Auflösung war ich wirklich überrascht von diesem Laser. Hier habe ich auch noch mal ein paar andere kleine Tests gemacht. Hier mal so zwei Schmetterlinge mit unterschiedlichen Gravurtiefen und hier nochmal zwei Katzen. Aber auch bei diesen feinsten Linien auf diesem einfachen, billigen Cornflakespapier sah das alles schon wirklich sehr gut aus. Also die Detailgenauigkeit, die Auflösung von diesem Laser hat mich wirklich positiv überrascht. Selbst auf diesem billigen Altpapier. Dann habe ich auch mal mit anderen Materialien probiert. Hier habe ich so 2 mm Moosgummi. Ich werde das Material, was ich hier benutze, aber alles mal unter dem Video verlinken. Die Konturen habe ich mit 10% graviert und die ist dann mit 25% ausgeschnitten. Und schon hatte ich hier so eine kleine Katzenpfote als Untersetzer für Tassen oder Gläser. Dann habe ich das Ganze mal mit Bastelfilz probiert. Auch das klappt ohne Probleme. Ausgeschnitten die Kontur und schon hatte ich hier halt einen kleinen Tassenuntersetzer aus diesem Filz. Dann wollte ich einfach mal probieren, kann ich damit auch Holz schneiden? Ich habe hier so ein bisschen Pappelsperrholz, ist das glaube ich, 3,5 mm Stärke. Ich dachte mir, mal gucken, ob er das schneiden kann. Ich habe das also erstmal hier eingerichtet, die richtige Höhe eingestellt. Und bei der Vorschaufunktion habe ich hier zwei verschiedene Modi. Das fand ich recht interessant. Ich habe einmal hier dieses Viereck, das die Umrandung anzeigt von meinem Objekt, welches ich lasern möchte. Und ich kann mir auch die Silhouette anzeigen lassen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt auf dem Video. Ich habe hier dieses kleine Herz, was jetzt da wirklich aufprojiziert wird. Und das weiß ich jetzt ganz genau, da wird es hingeschnitten. Ich habe hier beides auf 100% mal eingestellt mit 3 Durchgängen. Ich dachte mir, ja, mit 3 Durchgängen, das müsste halt nicht schaffen jetzt. Und habe dann angefangen zu lasern. Und ich muss wirklich sagen, da habe ich den Laser so ein bisschen unterschätzt, denn jetzt spätestens nach dem, also den dritten Durchgang angefangen hat, fiel das auch schon so langsam durch das Objekt und ich habe den Laservorgang jetzt erstmal gestoppt. Dann wollte ich mir das Ganze jetzt mal genauer anschauen, hat er das wirklich jetzt schon nach dem zweiten Durchgang komplett durchgeschnitten? Und ja, er hat das Holz durchgeschnitten, die Pappe durchgeschnitten. Wie wir sehen können, komplett durch. Das kleine Herz hat er jetzt wirklich komplett ausgeschnitten, selbst aus der Pappe noch nachträglich und dann halt runter bis auf die Grundplatte. Jetzt wollte ich mal gucken, hat die Grundplatte jetzt was abgekriegt oder sowas? Ja, man sah da jetzt einen Abdruck drauf
von dem ganzen Laservorgang. Ich zoome da mal ein bisschen näher ran, so sieht das dann aus. Und dann dachte ich mir, oh, ist die Grundplatte jetzt kaputt oder kann ich das wieder reinigen? Also mit so einem alten Papiertuch mal so ein bisschen drüber gewischt. Und tatsächlich, man kriegt es, also in meinem Fall war das jetzt wieder völlig rückstandslos, konnte ich das Ganze entfernen. Also scheint doch eine ziemlich solide Grundplatte zu sein. Da mich der Laser jetzt ein bisschen überrascht hat, habe ich das Ganze jetzt mal mit einem Durchlauf gemacht, also beide Parameter auf 100%. Und dann mal nur mit einem Durchlauf dieses Herz versucht auszubrennen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, fast. Er hat es nicht ganz geschafft. Ein bisschen was ist stehen geblieben, so wie man hier sehen kann. Also in einem Durchgang schafft er die 3,5 mm nicht. Aber ich denke mal, so 3 mm Holz mit einem Durchgang, das scheint mit diesem Laser machbar zu sein. Und dann habe ich das nochmal probiert. Ich habe beide Parameter mit 80% Stärke eingestellt und dann mit zwei Durchgängen gearbeitet. Um mit zu sehen, schafft er das jetzt wirklich da ohne Probleme. Gucken wir uns das Ergebnis jetzt mal an. Und siehe da, einwandfrei durchtrennt. Also er hat es jetzt wunderbar ausgeschnitten. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen näher an. Ja, das ist ein richtig schöner, sauberer Schnitt. Aber die Leute, die jetzt richtig aufgepasst haben, die werden es jetzt schon kurz gesehen haben. Denn wenn wir jetzt das Bild gleich mal ein bisschen anhalten. Die Schnittkante ist nicht rechtwinklig. Denn aufgrund des Aufbaus von diesem Laser ist ja klar, je weiter er nach außen lasert, desto schräger trifft der Laserstrahl rein und desto schräger wird die Schnittkante. Das kann man hier wirklich sehr deutlich sehen, was bei einem Stück Papier wahrscheinlich noch relativ uninteressant ist, aber je dicker das Holz ist, desto eher bemerke ich das. Das muss man halt wissen. Aber ich kann ja auf jeden Fall 3 mm Holz mit einem Durchgang durchschneiden. Kommen wir nun mal zu dem Rollwagen. Den kann man ja vielseitig einsetzen. Und als erstes schauen wir uns mal hier diesen Plan an, wie das Ganze anzuschließen ist. Und dann machen wir das jetzt mal kurz. Unter dem Rollwagen sind so zwei Zubehörteile eingeklippt. Und das Ganze magnetisch lässt sich also sehr einfach verstauen und auch entnehmen. Die habe ich jetzt einfach schon mal rausgenommen, weil je nach Verwendungszweck werden die für verschiedene Sachen benötigt. Das schauen wir uns später aber dann nochmal genauer an. Der Aufbau ist relativ einfach. Der Rollwagen wird einfach mittig auf der Grundplatte von dem Laserpicker aufgelegt. Dann wird das Kabel von der Höhenvorrichtung an dem Rollwagen eingesteckt, also die USB-C-Seite. Und dann das Zubehörkabel von dem Rollwagen von USB-A auf USB-C zur Höhenverstellung halt einstecken. Und dann ist der ganze Aufbau auch schon fertig. Zum ersten Test wollte ich hier mal so ein Glas gravieren. Da habe ich gemerkt, diese Metallwalzen sind hier suboptimal, weil sie kaum Reibung haben. Aber genau dafür hat man uns diese O-Ringe beigelegt. Die sollen nämlich genau dafür da sein, damit halt glatte Oberflächen bessere Haftreibung haben. Das hat in meinem Fall jetzt allerdings überhaupt nichts gebracht aufgrund der Geometrie meines Glases. Für meinen ersten Glasgravurtest habe ich hier so ein Edding benutzt und damit das Glas, wie zu sehen, schwarz angemalt und dann das Ganze hier positioniert und erstmal so versucht zu gravieren ohne irgendwelche Gummiringe. Als erstes müssen wir natürlich in den Einstellungen von unserem Laser die elektronische Walze einschalten. Das machen wir hier und dann gibt es jetzt drei verschiedene Modi. Wir benutzen jetzt halt Zylinder, weil wir etwas Rundes gravieren möchten. Sobald diese Funktion aktiviert ist, vergrößert sich auch der Vorschaubereich an der roten Umrandung gleich besser zu sehen. Das Ausrichten war wirklich sehr schwierig. Ich hatte immer so das Gefühl, er ist zu weit rechts außen von hier aus gesehen, also jetzt nicht genau mittig unter dem Laser oben. Naja, und dann hatte ich auch nur so einen kleinen Strich und das war alles sehr problematisch auszurichten. Da in der Materialbibliothek jetzt kein Glas vorhanden war, habe ich es einfach mal mit den Keramikparametern probiert. Hier jetzt nochmal kurz die Vorschau gestartet und mit dem Blatt Papier nochmal geschaut, ob alles richtig ist. Das war soweit okay. Weiter zum nächsten Schritt. Die Datei wird übertragen und dann Lasergravur starten. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich, dass es zwingend erforderlich ist, immer eine Schutzbrille aufzusetzen. Also das war jetzt der Maßnahmenreflektieren hier. Und da sollte sich auch kein anderer jetzt mit in dem Raum aufhalten, weil das jetzt wirklich komplett in alle Richtungen streut. Als dann fertig war, habe ich mir die Lasergravur angeschaut und natürlich alles auf dem Kopf graviert. Das ist der Nachteil der schlechten Vorschau. Ich habe hier also nicht von Anfang an die Möglichkeit zu schauen, wohin graviert er, wie groß ist mein Schriftzug jetzt eigentlich auf dem Objekt. Dann habe ich nochmal einen zweiten Versuch gestartet, mit der Gravurtiefe auf 20 erhöht und dann hat man das Ganze auch schon ein bisschen besser erkennen können. Als nächstes wollte ich jetzt einfach mal so einen kleinen Edelstahlbecher gravieren.
Und da ließen sich auch die sogenannten O-Ringe nicht installieren, da die Tasse ja oben hier diesen umgebürdelten Rand hatte. Also auch hier funktionierte das nicht so, wie Laserpecker sich das hat vorstellen wollen. Dann habe ich das Ganze mal ausprobiert. Da die Tasse jetzt auch sehr leicht war, hatte ich da absolut null Reibung. Also es hätte nicht funktioniert. Dann kam ich jetzt einfach auf die glorreiche Idee. Ich nehme einfach hier so einen kleinen Klotz und besperre die Tasse. Das schien auf den ersten Blick recht gut zu funktionieren, weil ich hatte jetzt genug Haftreibung und dann dachte ich mir, starten wir das Ganze mal. Als erstes natürlich wieder hier in die Einstellungen gehen und den Rollwagen aktivieren. Wir lassen es hier wieder auf Zylinder. Und jetzt gehe ich mal wieder in den Vorschaubereich. Auch hier ist es wieder nur mit diesem Blatt Papier zu sehen. Ich wusste jetzt zumindest, dass es auf dem Kopf graviert. Aber auch hier dieser kleine Strich zeigt jetzt nicht an, wie weit wird die Gravur gehen, wie breit ist sie jetzt wirklich. Also auch hier wieder suboptimal, um das Ganze auszurichten. Dann muss ich vorher natürlich erst nochmal die Parameter für Edelstahl einstellen. Da geht man hier wieder in die Materialbibliothek, Edelstahl auswählen. Dann setzt automatisch beides auf 100. Und dann können wir das Ganze jetzt mal starten. Auch hier muss man wieder aufpassen mit den Reflexionen, trotz dieser Schutzhaube, die jetzt montiert ist. Aber der positive Vorteil von dem Ganzen ist, ich kann Edelstahl in der Wohnung gravieren. Ich habe also keinerlei Geruchsbelästigung feststellen können. Also von daher schon mal gut für die Wohnung geeignet. Dann werde ich das Ganze jetzt mal hier ein bisschen beschleunigen. Und dann ist mir jetzt natürlich auch aufgefallen, dass mir mein Klotz, wie man hier sehen kann, ist nicht optimal gelöst. Denn ich muss ihn immer wieder nachjustieren, weil halt die Drehung jetzt zu stark war. Das ist auch wieder der Nachteil des Vorschaubereichs in diesem Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie lang ist dieser Schriftzug, bis wohin geht er denn jetzt, wenn ich das da drauf graviere. Natürlich könnte ich das Ganze jetzt ausmessen, weil in meinem Editor wird das ja angezeigt, wie viele Zentimeter das sind. Das ist aber jetzt nicht direkt praxistauglich. Als er dann endlich fertig war, wollte ich mir das Ganze natürlich jetzt mal genauer anschauen. Und wie man hier sehen kann, ist das doch recht gut geworden. Die Abstände sind hier, wie wir sehen können, ein bisschen fehlerhaft, weil das hat jetzt halt nicht so gut funktioniert mit meinem kleinen Klotz nachführen. Und auch sogar von innen ist das komplett durchgegangen. Also das ist jetzt wirklich durch und durch graviert. Also Edelstahl gravieren scheint er problemlos zu können. Ich könnte hier sogar noch ein bisschen runtergehen mit der Leistung bei diesem Becher. Schauen wir uns nun mal den Plattenmodus an, mit dem man halt so flache Balken oder auch Bretter, wie hier zu sehen, gravieren können soll. Wir gehen dafür wieder das Einstellungsmenü und ändern dann halt von Zylinder auf Platte. Wie zu sehen hier ist das alles so ein bisschen wackelig vom Aufbau her, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Ich habe das extra alles so ein bisschen ausgerichtet, dass das jetzt alles gerade steht und ich habe hier auch eine gehobelte Holzlatte genommen, die also eine schöne, glatte, gerade Oberfläche hat. Das heißt, diese Holzlatte hier ist sehr gerade und sehr glatt. Ich lasse das Ganze jetzt mal schneller laufen und man sieht, er zieht das doch recht gleichmäßig jetzt über die Rollen drüber. Das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber das schien ganz gut zu funktionieren. Als er dann fertig war mit dem Schriftzug, wollte ich natürlich wissen, ist das jetzt wirklich gerade geworden oder hat das jetzt nur den Anschein, so wie man so von weit weg guckt. Also das Ganze jetzt mal ein bisschen näher rangezoomt und habe ich mal hier so ein A4-Blatt darunter gelegt mit der geraden Kante. Und das sah eigentlich jetzt wirklich gerade aus. Dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt. Das ist richtig schön eingebrannt in dem Holz, wie man hier sehen kann. Also eine richtig kleine Vertiefung. Und wenn man jetzt auch so in der Flucht schaut, das ist schlecht zu filmen jetzt, aber ich kann euch sagen, das ist wirklich gerade geworden. Ich habe das natürlich jetzt nicht auf ein Zehntel ausgemessen, aber rein optisch sieht das jetzt richtig gut aus. Besser als erwartet. Dann wollte ich natürlich noch diesen Rollwagenmodus testen. Also sie hat mich jetzt wirklich interessiert. Dazu montieren wir hier unseren Winkel. Die Seiten sind wirklich formschlüssig vorgegeben. Das heißt, ich kann das jetzt gar nicht den Winkel verkehrt herum draufsetzen. Und auch jetzt den Laserkopf hier oben draufsetzen. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen ist, wie man sieht, es ist wackelig. Es ist also jetzt nicht so gut von den Toleranzen her. Ich habe das Ganze dann wieder jetzt hier so auf den Tisch gelegt und dann halt beide Kanten zueinander fluchtend ausgerichtet, sodass ich jetzt wirklich rechtwinklig zu dem Rollwagen war mit meinem Laserkopf. Da war er noch ein bisschen frontlastig, aber dafür haben wir jetzt hier unsere kleinen magnetischen Rollfüße. Die kann ich hier so einklippen und dann ist das eigentlich auch relativ stabil vom Aufbau her und lässt sich gut rollen.
Und bevor wir jetzt loslegen, darf man natürlich wieder nicht vergessen, wir müssen unsere elektronische Walze einschalten und dann nicht Zylinder oder Platte, sondern Rollwagen aktivieren. Und dann kann es auch schon so langsam losgehen. Und dann habe ich das Ganze jetzt mal grob auf so ein Stück Pappe ausgerichtet, um das zu testen und wollte meine Lasergravur einfach mal starten. Ich ging also auf die Vorschau, wie wir gerade gesehen haben, und dann bekam ich auch schon die erste Warnmeldung, mit der ich erstmal nichts anfangen konnte. Ich darf also in diesem Rollwagenmodus nicht mehr als ein Element gravieren. Das ist natürlich total sinnfrei. Ich habe jetzt nur einen einfachen Schriftzug mit einer Grafik drüber gelegt und er sagte, ich kann das nicht gravieren. Zwei Sachen auf einmal geht nicht. Das ist natürlich absolut nicht praxistauglich und das hat mich jetzt extrem enttäuscht. Also werde ich jetzt in der App gezwungen, eins von meinen beiden Elementen zu löschen und das sozusagen jetzt nacheinander gravieren zu müssen, was natürlich absolut nicht praxistauglich ist. Das kriegt doch niemals richtig übereinander, aneinander ausgerichtet. Gerade mit dieser Vorschaufunktion, wo ich nur diesen einen Strich habe, der mir anzeigt, wo er anfängt zu gravieren. Also hier wünsche ich mir dringend, dass das in der App freigeschaltet wird, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig gravieren kann, denn das kann es ja wohl nicht sein. Und hier sieht man jetzt meinen gesamten Aufbau inklusive Akku. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Ich habe meine gesamte Lasereinheit kabellos. Ich habe jetzt also kein Netzanschlusskabel, was ich irgendwo festhaken kann oder den Laser in irgendeine Richtung belastet und dementsprechend verziehen kann. Und deswegen funktionierte das jetzt in meinem Fall wirklich gut. Ich hatte absolut gerade Gravuren. Dann habe ich jetzt natürlich nochmal versucht, eben das YouTube-Logo über meinen Schriftzug drüber zu gravieren. Und hier sieht man schon mit der Ausrichtung, das ist alles so Pi mal Auge. Also wenn man jetzt wirklich präzise arbeiten will, müsste man sich jetzt irgendwelche Anschlagwinkel und Schienen montieren, woran man halt seinen Laser dann ausrichten kann. Wie schon erwähnt, nicht praxistauglich. Aber ich wollte es einfach mal gucken, wie gut das Ganze funktioniert. Und als es fertig war, habe ich mir das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer angeguckt. Also direkt mal so schräg drauf geguckt. Wie man hier sehen kann, es ist alles wunderbar gerade geworden. Also wenn ich eine gerade Unterlage habe und mit diesem Akkupack arbeite, sodass ich jetzt kein Kabel habe, was mir im Weg ist, funktioniert das sehr gut. Habe ich absolut nichts dran auszusetzen. Schöne gerade Gravuren. Kommen wir nun mal zu meinem persönlichen Fazit zu diesem Lasergravierer-Schneider. Kommen wir als erstes mal zu den ganzen positiven Eigenschaften. Das ist als allererstes natürlich jetzt die geringe Größe. Ich habe also eine ganz geringe Stellfläche und kann damit im Prinzip eigentlich fast überall arbeiten. Auch ist die Verarbeitung auf extrem hohem Niveau. Also hier ist wirklich alles aus Vollmetall, hier ist nichts am Klappern, am Wackeln oder sowas. Also von daher wirklich Verarbeitungsqualität 1A. Auch hat man sich Gedanken gemacht, wie man halt diese geringe Größe von 10x10 cm umgehen kann. Also hier gibt es verschiedene Modi, wie ich jetzt zum Beispiel Bretter über den Rollwagen laufen lassen kann oder den Rollwagen direkt benutzen kann, um halt auf ebenen Oberflächen direkt zu gravieren. Und das geht bei einer Größe von bis zu 2 Meter, so wie ich das verstanden habe. Und je nach Vorgehensweise funktioniert das eigentlich recht gut. Vor allem in Verbindung mit dem Akku, weil ich da, wie schon gesagt, kein Kabel im Weg habe, was irgendwo hängen bleiben kann. Dann bekomme ich hier auch noch ein schönes Softwarepaket mitgeliefert, das sowohl unter Windows wie auch unter macOS läuft. Ich habe hier wirklich viele kreative Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Das Ganze funktioniert über den PC, wie gesagt, per Kabelverbindung. Oder ich habe auch die Möglichkeit, mit einem extra Bluetooth-Dongle mein ganzes System auch kabellos über den PC zu verbinden. Kabellos geht es auch von vornherein mit der App, die es auch wieder für Android und iOS gibt. Also auch hier sehr viele kreative Möglichkeiten, wenn man die richtige App runterlädt. Und das ist halt das Programm Laser Packer Design Space. Und überhaupt die Möglichkeit, das Ganze mit dem Akku zu betreiben, finde ich wirklich sehr vorteilhaft. Ich bin also hier völlig unabhängig von irgendwelchen Stromquellen und kann im Prinzip überall gravieren und das Gerät hinstellen. Von der Kapazität scheint der Akku auch wirklich mehr als ausreichend zu sein. Ich habe nämlich hier mal einen ganzen Nachmittag damit gearbeitet und hatte immer noch 3 von den 4 Punkten angezeigt. Also scheint er noch ungefähr bei 75% Restkapazität gewesen zu sein. Kommen wir nun mal zu den Sachen, die mir nicht so gut gefallen.
Das ist als erstes die Bluetooth-Verbindung mit einem PC. Ich bin hier also zwingend auf den Original-Dongle angewiesen. Es ist nicht möglich, mich mit der Windows-Software vom PC aus über Bluetooth mit dem Laser zu verbinden. Ich habe explizit nochmal bei Laserpacker nachgefragt und die haben mir das bestätigt. Eine Bluetooth-Verbindung mit PC oder Mac funktioniert ausschließlich mit dem Original-Bluetooth-Dongle. Auch finde ich die Geräuschkulisse bei leisen Umgebungen wirklich ein bisschen nervig, weil der Lüfter für meine Schutzhaube permanent läuft. Sobald der Laser Strom hat, fängt er an zu laufen. Und das wird durch diese orangefarbene Abdeckung, also diesen Hohlkörper, diese Resonanz noch ein bisschen verstärkt. Und was mich am meisten gestört hat, war wirklich die Einschränkung in der Software, dass ich in dem Rollwagenmodus nicht mehr als ein Objekt gravieren konnte. Das heißt, ich kann mir also jetzt nicht schön aufwendig etwas zusammenstellen und das dann gravieren. Vor allem, weil das relativ gut funktioniert mit dem Rollwagen. Also hier hatte ich richtig tolle Ideen. Aber mit dieser Einschränkung nicht praxistauglich. Hier hoffe ich dringend auf eine Verbesserung der Software. Und was man auch wissen muss, technisch bedingt ist es nicht möglich, mit diesem Laser rechtwinklige Schnitte zu machen. Man hat also immer eine leichte Schräge. Und je dicker mein Material ist und je weiter ich nach außen gehe, zum Rand hin mit meiner Kontur, desto stärker ist das sichtbar. Also mir hat das Gerät wirklich gut gefallen und ich konnte meine Vorstellungen, die ich so hatte, relativ zügig umsetzen. Das lag jetzt vor allen Dingen auch an der Software. Unter Windows, wie auch jetzt bei mir in diesem Fall unter Android, hatte ich überhaupt keine Probleme, meine Vorstellungen zu realisieren. Das klappt wirklich sehr gut. Ob das Gerät etwas für einen ist oder ob das Preis-Leistungs-Verhältnis hier stimmt, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Dieses Gerät ist qualitativ wirklich sehr hochwertig aufgebaut, hat eine geringe Stellfläche und anhand der Software, die schon dabei ist, kann man wirklich sehr gut arbeiten. Man darf es nicht mit einem normalen Lasercutter vergleichen. Das sind in meinen Augen zwei verschiedene Dinge. Ich hoffe, mit diesem Video euch diesen Laser ein bisschen näher gebracht zu haben, so dass viele Fragen darüber beantwortet sind. Das war's dann erstmal wieder für heute. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.